Um meine Anlage effizient zu machen und energiesparender, muss ich häufig sehr ins Detail gehen. Nein, noch mehr. Genau. Zum Beispiel Stellungsregler für Regelventile. In meiner Anlage finden sich Dutzende davon, in anderen Hunderte. Und das heißt eine Unmenge verschiedener Regelventile. Und wenn ich für jedes einen anderen Stellungsregler brauche, für große, kleine, unterschiedlicher Hersteller, Schwenkantriebe, Linearantriebe, einfache Regelung, Diagnosefunktion, kleine Hübe, große Hübe, Auf-Zubetrieb, mit der dazugehörigen Lagerhaltung für die verschiedenen Stellungsregler. Und für jeden brauchen meine Mitarbeiter eine Anleitung plus passender Software und Werkzeug. Wenn es also einen Stellungsregler gäbe für alles, ich meine flexibel für alle Antriebe, ein No-Brainer, einfach zu montieren und schnell zu initialisieren. Ein All-in-One-Package, Push-Buttons, Display, digitaler Eingang, Diagnosemeldungen, kommunikationsfähig und alles ohne Aufpreis. Modular und erweiterungsfähig? Erweiterte Diagnosemeldungen zur präventiven Problembehandlung oder einen Partial-Stroke-Test? Aha, wirklich? Vielleicht lassen sich durch die Piezo-Pneumatik auch noch Druckluftkosten sparen. Oh. Robust und geeignet für aggressive Umgebung? Oh. Mit Makrolon, Aluminium, Edelstahl und druckfestem Gehäuse? Ja. Für schwierige, nicht standardisierte Applikationen. Oh. Ein kontaktloser Sensor bei extremen Vibrationen und schwer zugänglichen Applikationen? Wow! Wenn das jetzt auch noch international zertifiziert und in der Praxis erprobt ist. Okay. Ein Gerät, sie alle zu beherrschen! Oh, Verzeihung. Nun ja. Sehr überzeugend. Einer, der alles regelt. Siepart PS2.